Ja, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Top Powers. Ja, ich versuche jetzt hier nochmal so ein Update-Video zu präsentieren, weil das andere verbuggt ist. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an auf ein neues. Hoffentlich funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht. Dann später vielleicht. Ja, ich habe neue Autos gebaut. Hier davon zwei Stück. Fangen wir mit dem hier an. Das ist ein GKW 1, also Gerätekraftwagen 1 des THW OV Legolingen auf Iveco. Oben Dach, also ja, schon los, ne? Leiter, Schaufel, Besen. Von hinten. Der ist im 7Y-Aufbau, das sieht man hoffentlich. Ja, das sieht man ganz klar. Für alle, die es jetzt nicht wissen, 7Y ist, wenn er hier hinten 7 Noppen breit ist und hier, wenn er 6, das wäre dann 7-Bar-Aufbau. Ich zeige euch noch später, wie das funktioniert, also falls ihr wollt, weil das wollt ihr ja auch gar nicht. Ja, GKW 1. MTW, nichts Besonderes, Mannschaftstransporter, ohne Innenleben, leider. So von innen, kann man nicht viel erkennen. Der ist auch nicht so wichtig, deswegen weg damit. Ja, Feuerwehr, was gibt es da Neues? Ja, okay, machen wir erstmal RTW. Für das DRKOV Bad Steinthal. So von hinten. Räder greifen, gefallen mir noch nicht so, weil die sind gelb und ich mag gelb nicht. Entweder weiß oder grau. Gelb ist nicht gut. Doch, ja, schnell gemacht. Sieht schön aus. Habe ich guten Abend mitverbracht. So. Für meine Feuerwehr habe ich auch zwei neue Fahrzeuge. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das LF86. Ja. Mercedes. Ohne Frontpumpe. Mal gucken. Vielleicht baue ich noch einen, aber dann auf Iveco. Auch 7Y-Aufbau. Ich kann euch mal. Jetzt kann ich. Na, guck mal, später. Mach ich, nein, mache ich später. Ja. So von hinten. Nichts Besonderes. Freiwillige Feuerwehr Legoling. LF86. Dann das LF10. Ja, abgebaut von Lego Stinica, weil ich das so geil fand. Auch 7Y, logisch. Hier kommt mit noch Blaulicht dran, habe ich jetzt aber nicht, weil ich kein Blaulicht mehr habe. Ja, 7Y funktioniert auch tüchtig. Dann zeige ich jetzt noch Verbesserungen. Fangen wir mal an. Das HLF 2016. Hier hinten auch 7Y-Aufbau jetzt seit neuestem. Der weiße Strich ist an jedem Fahrzeug entfernt worden. Der ist einfach scheiße. Hier oben, das kann man aufmachen. Hoffentlich gelingt es mir jetzt beim ersten Mal. Muss man ein bisschen Gefühl dafür haben. Ja, so kann man es auch aufmachen. Schaufeln. Zu. Zwei Leitern. Haspel hinten dran. Das sind einfach Schnürsenkel. Kriegt ihr in jedem Schuhladen. Kostet noch nicht viel. Ich habe jetzt zwei lange 120 Zentimeter genommen. 2,50 € ganz okay. Dann das TLF 1625. Hier ist es. Auch 7Y. Von hinten nichts Besonderes. Den stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Dann unser MZF. Auch Streifen verändert. Weggemacht, nicht verändert. Schiebetür ist aber noch drin. Auch nichts Besonderes und dafür jetzt neuer. Also was heißt neues, umgebautes Fahrzeug? Die DLAK 2312. DLAK bedeutet für die, die es nicht wissen, Drehleiter mit automatischem Korb. Das heißt, man kann ihn auch aus dem Korb steuern. Ja, Mercedes Ateco. Kennt man hoffentlich. Ja, hier sind die Dinger zum Rausfahren, habe ich jetzt vergessen. Naja, die Stützen. Hier kann man hochgehen. Der Korb. Ja, das ist der Korb. Lässt sich so einfach kaputt machen. Nein, also. So ungefähr sieht das aus. Ja, und das war es auch schon mit dem Video. Also mein persönlicher Favorit ist jetzt zurzeit sogar noch die DLAK. Deswegen stelle ich die mal in die Mitte. Das HLF ist auch nicht schlecht.
Und den RTW finde ich, das sind meine Top 3 Autos, ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare, PN, alles möglich. Bis dann.